So, es ist schon Mitte August. Unser Garten ist noch voll mit Kulturen und doch, man könnte jetzt schon wieder so viel Neues anfangen. In diesem Video zeige ich euch, was man jetzt im August alles noch ansehen kann. Und zwar eine Palette von über 20 Kulturen, die man jetzt im August immer noch kultivieren kann. Grundsätzlich kann man jetzt im August noch zwei Strategien fahren. Einerseits kann man Sommerkulturen mit sehr kurzer Kulturzeit von 70, 60 oder sogar noch weniger Tagen nochmals versuchen. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch Kulturen ansehen, die Kälte ertragen, die dann im Oktober kommt, für Ernten im Herbst und im Winter. Und teilweise auch im Frühling, so wie die Zwiebeln. Die ganzen Kohlgewächse für die Ernte im Winter hat man idealerweise schon im Juli ausgesät und vorkultiviert. Aber man hat jetzt im August nochmal eine letzte Chance, um mit Kohl zu beginnen und ihn dann im Winter ernten zu können, kommt natürlich auch auf die klimatischen Bedingungen im Herbst und Winter drauf an. Wird es wieder mild, dann klappt das noch wunderbar. Wird es ein strenger Winter, wird es vielleicht etwas knapp. Aber gut, was habe ich hier alles? Ich gehe alle über 20 Kulturen, eine nach dem anderen, mit euch durch. Wir beginnen mit dem Daikon-Rettich. Watermelon, eine asiatische Rettichsorte, ein chinesisches Wurzelgemüse, die einen Durchmesser von 8 cm erreicht und im Inneren wirklich im Idealfall diese Musterung hat, die an Wassermelone erinnert. Schmecken tut er allerdings leicht scharf wie ein Rettich. Der Daikon-Rettich hat eine Kulturzeit von 50 bis 60 Tagen, erträgt auch mal kalt, sollte im Abstand von 20 cm gepflanzt werden. Aber es muss ja nicht unbedingt etwas Asiatisches sein, es kann auch was sowas hier sein. Die Herbstrübe, wahrscheinlich auch bekannt unter Rebe, die hat eine Kulturzeit von je nach Sorte 50 bis 100 Tage, sollte im Abstand von 12 cm ausgesät werden. Dann geht es weiter mit der Rande oder Rote Beete. Die hat eine lange Kulturzeit von 85 Tagen. Während der Hauptvegetationszeit in den Winter hinein kann es noch etwas länger dauern, aber die erträgt Kälte, ist kälteresistent, sollte im Abstand von etwa 10 cm ausgepflanzt werden. Dann kann, wer mutig ist und auf einen milden Herbst, milden Winteranfang spekuliert, nochmals Erbsen oder Buschbohne sehen. Das habe ich gemacht, hier drüben. Hier habe ich ganz Ende Juli, Anfang August nochmal Buschbohnen gesät. Und hier auch nochmal Erbsen. Die haben eine Vegetationszeit von etwa 70 Tagen. Die sollten also Anfang, Mitte Oktober erntereif sein. Der Vorteil jetzt im August ist natürlich, dass der Boden schon stark erwärmt ist, was diesen Kulturen sehr zusagt und ihnen einen schnellen Start ermöglicht, schneller als im Frühling im kühlen Boden. Die Erbsen kann man sehen im Abstand von 5 cm und die Bohnen im Abstand von 10 cm. Wenn es einen frühen Wintereinbruch, einen frühen Frost gibt, wird das allerdings nicht mehr. Ist ein bisschen Glücksspiel. Dann geht es weiter mit den ganzen Kohlarten, zum Beispiel Wirsing, optimalerweise schon im Juli gesät, aber auch jetzt noch möglich. Auch Federkohl, Rosenkohl, Brokkoli, diesen Kohl, aber auch Spitzkabis kann man jetzt im August
auch noch ansehen und kultivieren. Der Weißkohl hat eine Kulturzeit von 120 Tagen, sollte im Abstand von 40 cm gesät werden. Wirsing hat 160 Tage, braucht 50 cm Platz. Der Blumenkohl und Brokkoli hat um die 170 Tage, braucht 60 cm Platz. Mit der Ernte, wenn man den jetzt sät, ist zu rechnen bis in den April, Mai hinein. Wenn man schon im Juli diese Kulturen ausgesät hat, wird man sie den ganzen Winter hindurch, wenn sie je nach Klima halt so weit sind, ernten können. Dann geht es weiter mit dem Kohlrabi. Auch zu den Kohlgewächsen gehören, erträgt der Kälte, hat etwa 90 Tage Kulturzeit. Die Kulturzeit bezieht sich vor allem auf Tage, in denen das Wachstum möglich ist, bei unter 5 Grad Außentemperatur. Dann zählt der Tag praktisch nicht, weil dann nicht viel Wachstum stattfindet. Der braucht einen Abstand von etwa 30 cm. Jetzt im August würde ich eher den grünen Kohlrabi empfehlen, weil der schneller und besser wächst als hier der blaue. Dann immer möglich natürlich Radieschen. Radieschen kann man praktisch das ganze Jahr durch säen. Hat überhaupt kein Problem mit der Kälte. Hat eher Schwierigkeiten mit der Wärme, dass er zu schießen beginnt, anstatt Radieschen zu bilden. Aber die kann man im August, September, Oktober praktisch jederzeit noch aussehen. Haben eine Kulturzeit von 40-50 Tagen und brauchen einen Abstand von etwa 5 cm. Jetzt im August auch noch möglich ist dieser schwarze Winterrettich. Der braucht eine Kulturzeit von 90 Tagen, kommt gut mit der Kälte zurecht und einen Abstand von 10 cm ist zu empfehlen. Weiter geht's mit Zwiebeln, die man jetzt nochmal säen kann für eine Ernte im nächsten Frühling, Anfang Sommer, Mai bis Juni. Denn die Zwiebel hat eine relativ lange Kulturzeit, 220 Tage, und sollte im Abstand von 10 cm wachsen können. Dann haben wir den Pak Choi, mit dem bin ich zurzeit etwas auf Kriegsfuß, weil der mir im den warmen Temperaturen jetzt im August ständig schießt, auch frisch angesäter, geht sofort in die Blüte über. So wie der hier, kaum 5 cm groß oder 10 und schon in der Blüte, anstatt Blattmasse zu bilden. Ja, mit dem habe ich es gerade schwer, aber der kommt gut mit kalten Temperaturen zurecht, den werde ich wahrscheinlich im September, Oktober erst wieder aussehen. Dann ist jetzt eine gute Zeit für Erdbeeren. Eine gute Zeit, um Erdbeeren auszusäen oder zu pflanzen. Jetzt im August, damit sie nochmal schön auswachsen, anwachsen können. Natürlich erst für die Ernte im nächsten Sommer. Dann geht es weiter mit sämtlichen Salaten, die man sich so vorstellen kann. Die meisten unserer Salate ertragen durchaus kalte Temperaturen, auch wenn das nicht immer so deklariert ist. Die Salate haben mehr Probleme mit dem nassen Wetter als mit dem kalten Wetter. Die meisten Salate können komplett durchfrieren, wieder auftauen und weiter wachsen. Sie dürfen allerdings in gefrorenem Zustand nicht angefasst oder sonst wie beschädigt werden. Es empfiehlt sich ein Windschutz und sie eben unangetastet lassen. Aber eben alles, was zur Lactuza, also zu den Lattichen gehört, kann jetzt problemlos gesät werden in den Winter hinein. Zum Beispiel Kopfsalat. Ich habe hier eine Winterkopfsalatsorte. Hat eine Kulturzeit von 65 Tage und braucht 30 cm Platz. Weitere Lattiche, Eissalat kann man machen, Rucola kann man natürlich machen.
Pflücksalate, Schnittsalate, alles kein Problem. Gartenkresse kann man jetzt oder später machen. Natürlich Müsli-Salat, ich glaube in Deutschland Feldsalat genannt. Auch Portulak kann man jetzt aussehen. Sämtliche Salate sollten irgendwann zwischen November und Januar erntereif sein. Kommt eben auf das Wetter drauf an. Auch Chicorée und Radicchio kann man jetzt aussehen. Ertragen kalte Temperaturen auch sehr gut. Haben eine Kulturzeit von 120 Tagen, wird also nächstes Jahr soweit sein und brauchen 25 cm Platz. Auch Spinat kann man jetzt wieder anfangen, der hat auch lieber kühl als heiß. Die Spinatpackung habe ich schon entsorgt, aber hier noch das Schild, habe ich gerade hier angesät. Hier wächst auch schon was. Der Spinat hat dann auch eine Kulturzeit von 40 Tagen. Das ist auch gut, wenn man den relativ spät im August, gegen Ende August aussät, braucht einen Pflanzabstand von etwa 5 cm. Was man jetzt Anfang Mitte August immer noch aussehen kann, ist der Inka-Weizen Amaranth, allerdings nicht für die Körner, sondern ebenfalls kann man den nutzen wie Spinat. Der wächst jetzt sehr schnell. Man hat hier früh junge und zarte Blätter, die man als Spinat oder auch roh verwenden kann. Bis zur Körnerreife wird er allerdings nicht mehr kommen. Dann Mangold. Erträgt die Kälte im Vergleich zum Inka-Weizen. Der wird die Kälte nicht mehr ertragen. Der Mangold oder Stielmangold hat eine Kulturzeit von 70 Tagen und braucht etwa 20 cm Platz. Weiter kann man auch noch Kräuter wie zum Beispiel den Dill, den habe ich auch schon vor 3 Tagen gesät, 3-4 Tagen. Aber auch Kulturen wie der Koriander kann durchaus noch jetzt ins Beet, der kommt auch mit Kälte gut klar. Der Dill hat je nachdem eine Kulturzeit von 30 bis 60 Tagen und sollte 2 bis 5 cm Abstand haben. Das gleiche gilt im ähnlichen Ausmaß für den Koriander. Okay, das waren jetzt über 20 Kulturen, die man jetzt im August problemlos noch beginnen kann. Das war's vom Aussaat im August Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.